Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Also, ich muss dir sagen, heute habe ich ein Abo auf der Toilette. Aber andere haben ja eine richtige Arschlochkarte, ne? Hast du das mit der Hamas da oder Hezbollah mitgekriegt? Ja, folgerichtig, dass die Israelis clevere Typen sind, war mir klar. Ja, bestell besser nichts aus Ja, Taiwan, trotzdem könnte ist man es denken. natürlich perfide, ne? Das ist natürlich perfide, sowas. Und man Also ich möchte sich glaube. nicht vorstellen, was in einem Land wie Deutschland passiert, wenn zeitgleich ein paar zig Millionen Handys da explodieren. Sorry, Ja. nee. Also ich glaube, da müssen wir auch nochmal in Ruhe drüber diskutieren, was das sozusagen technologisch bedeutet, welche Auswirkungen das hat. Naja. Aber auf der anderen Seite habe ich mich heute gefreut über gestern, über den Mann von gestern, über Fritz Merz. Ah, Vorgestern. guter Kanzlerkandidat. Das muss man wirklich mal sagen. Die CDU hat sich richtig entschieden. Henrik Wüst wäre, glaube ich, eine andere Nummer gewesen. Markus Söder auch. Aber Fritz Daniel ist Günther auch ist da auch noch in der Hinterhand, ja. Den macht man als Leichtgewicht, weil er aus Schleswig-Holstein kommt, vielleicht betrachten, aber ja. Mit den Grünen kann er, mit anderen kann er auch, von ja. wegen. Na Also, gut, das ist dann nicht ist so, es halt dass. der Merz, dann ist es halt BlackRock. Genau, es ist nicht so, dass die CDU kein Personal hätte, aber sie wählen nach ihren eigenen Richtlinien, ne? Nach ihren eigenen Strukturen. Gratulation an Fritze Merz. Er hat es nochmal geschafft, dann wäre er halt mit 70 Kanzlerkandidat. Gut. Schau mal. Seine Eltern sind ja 90, sein Vater sogar 100, wie ich hörte. Von daher, er hat ja noch 30 Jahre Zeit, um Kanzler zu werden. Das Adenauer war stimmt. ja auch gerade Da jung. ist er Aber so richtiger jung ist dann auch Frischling. die Politik, ne? So jung ist Ja, dann auch die Politik. Das ja, muss ja. man dann Ja. auch Das ist so sagen. ein Ersatz-Adenauer. So generiert er sich gerade. Naja, ob wir das brauchen, ne? Wenn wir auch gar Sind nicht wir brauchen, gerade. ist den Christian. Hast du das mitgekriegt? Ach ja, Christian. Christian kämpft um seine 3%. Ja. Jo, aber das auf Kosten der Arbeitnehmer. Das ist herzlich. Er blockiert bei der Tariftreue, weil er weniger Bürokratie haben will. Naja. Ja, so ist das halt. So sind sie Ja, halt, aber. die technologieoffenen. Das sind die Technologien, das stimmt. Ja. Das ist Tariftreue. Ja, das kann man doch freiwillig regeln. Da muss man den Arbeitgebern nur sagen, hör mal zu, bezahlt eure Leute doch bitte schön anständig. Und dann passiert das auch. Das kennen wir seit 200 Jahren, dass das so gut funktioniert hat mit den Arbeitgebern. Ja, seitdem es den Kapitalismus gibt, haben die Arbeitgeber immer gefragt, wollt ihr nicht noch ein bisschen mehr haben? Ja. Das bisschen, was ihr fordert, ich tue noch ein bisschen was drauf. Ja, da legen wir freiwillig noch einen Schlag drauf. Deswegen gibt es ja auch die Aufforderung im europäischen Mindestlohn, dass wir die Tariftreue fördern mögen. Naja. Ja, nicht nur das, sondern der muss von 12 Uhr, 12 Euro und something, was waren das jetzt, ein paar 70 ab nächsten Jahr, der muss da 15 Euro und, ja, Ja. nachgerechnet, was ist das denn? Und dann kommt so ein Lindner an, so ein Porsche-Fahrer, so ein, Ja, total verarmter Mensch. ja, der die arme Landbevölkerung von Sylt auch noch kujoniert, ja. Ja. Kein Mensch braucht sie. Man braucht sie nicht. Man braucht keine Porsche-Fahrer. Nee, vor allen Dingen keine Parteien mit fast 3%. Das sollten sich die Brandenburger am Wochenende gut überlegen, ob sie denen noch irgendeine Stimme geben wollen. Naja, der Woidke hat ja jetzt eine prima Gerd-Chance. Er muss seine Gummistiefel auspacken und in die Hochwassergebiete fahren. Das könnte der SPD noch mal 2% bringen. Hurtig, hurtig. Ich bin böse, ich bin böse, ich weiß. Aber Ja. den Effekt darf man nicht geringschätzen. Wenn man sich leutselig stellt, dann kriegt man auch Prozente. Genau. Wir wären ja auch froh, wenn ihr da draußen uns noch ein paar Prozente vermacht, ne? Einfach mal ein Abo dalassen. Das ist nur ein Klick, kostet nichts, alles günstig.
Sonderangebot. Es Da war der hat's Werbeblock geklingelt. zur Halbzeitpause, aber wir können auch vorher Schluss machen heute, weil guckt Ich glaube. einfach auch mal in die Medien rein, guckt Ja. die Nachrichten, guckt ins Fernsehen, in die Morgenmagazine. Es ist nicht uninteressant. Passiert jeden Tag was Neues. Es hört nicht auf zu passieren, sage die Hirse. Morgen wieder bei uns.